So, Freunde. Ja, es gibt drei Medium-Panzer, die ich in nächster Zeit öfter mal spielen möchte und deswegen auch jetzt ein Crewbuch für 2 Millionen gekauft habe. Und zwar ist das hier der CS-63er. Wir gucken mal kurz auf die Crew. Ja, die ist noch verbesserungsbedürftig. So, dann gehen wir mal rein und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das Matchmaking ist ja schon seit Ewigkeiten komplett kaputt. Zumindest bei mir, weil ich über 200.000 Gefechte habe und oder demnächst sogar 220.000 Gefechte. Und der Matchmaker steckt mich immer wieder in schlechten Teams. Dann gucken wir mal. Ja, wir haben schon ein T95 E6 im Gegnerteam, ein Objekt 452K. Dazu noch einen overpowerten 60 TP mit einem sehr starken Turm. Ja, also die haben definitiv die besseren Heavies jetzt schon mal, ne? Und die besseren Mediums. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Die rechte Flanke ist sehr, sehr wichtig auf dieser Map. Der Leopard steht da sehr, sehr falsch. Genau deswegen, Alter. Du hast keinen starken Turm mehr, der verliert jetzt sämtliche APs. Oh, ich habe dann abgefackelt. Problem ist, dass unsere Leute komplett am Strand sind und wenn ich jetzt hier auch noch wegplatze, dann haben wir die komplette rechte Flanke verloren, ne? Das ist halt gerade das Problem. Dass die genau jetzt da auftauchen, ne? Das ist schon wieder legendär. Ja, wir haben wieder ewig viel HP und Panzer verloren, ne? Die haben sich da wieder am Strand komplett weggeschmissen, die Kollegen da. Wir müssen jetzt auch was tun. Ja, ich baue uns mit Goldmunition an diesem komischen Typen.
Nö, kommt keine Hilfe. Zu viel HP verloren bei der Aktion, ne? Hier, die Kollegen, die um mich herum standen, haben mal wieder nicht geholfen, ne? Typisch. Der komplette Strand ist auch schon auseinandergefallen. Wisst ihr, wo der Schuss hingeflogen ist? Ja, freitags, also fast Wochenende, Battle Pass Event, Feiertag. Schon ein bisschen schwer, ne? Meiste XP habe ich, okay. Sehr interessant. So, was wollen wir denn noch fahren? Ja, was gibt's für ein Medium, was ich demnächst öfter spielen möchte? Das ist selbstverständlich der Kollege Petenovic. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken, ja? Wollen wir mal gucken. Zwei Scouts. Vier schwere TDs. Ja, die fahren schon wieder alle falsch, ne?
Die Mitte muss auch besetzt werden. Okay. Ja, unsere Mediums und Heavies schmeißen sich hier auf der linken Seite komplett in die Tonne. Komplettes Selbstzerstörungsmodus. Okay, wo ist der Schuss hingeflogen? Weiß das jemand? Zumindest sind schon mal beide Scouts weg. Ist doch schon mal was wert. Guck mal da drüben, Baseline-Feld. Ja, also wir haben so viele Panzer verloren da, ne? Es ist legendär. Die haben sich wirklich in einer einzigen Minute alle kaputt gepusht. Legendär schlecht gespielt. Ja, jetzt bounced man mittlerweile auch am Arsch vom 60 pp, oder? Ja, unsere TDs haben auch gar keinen Bock, da mal irgendwie auf was einzuwirken, oder? Null Reaktion auf die Minimap, ne, die Leute. Null Reaktion einfach. Ja. Weißt du Bescheid, Alter. Also es ist legendär, ne? Du kannst spotten, was du willst, ne? Es hat keiner Bock, irgendwie mitzuhelfen. Zwei FVs haben wir da oben stehen, aber was abaimen, das kriegen sie halt nicht gebacken, ne? Ja. Super Position ausgesucht, FV. Wirklich. Fabelhaft. Weder da drüben was abgeaimt, noch eine gute Position sich ausgesucht, mal wieder, ne? Ja, es hat eine einzige Minute gedauert, da haben die sich auf dieser einen Flanke alle komplett weggeschmissen. Der Sheridan, der 907er ist mitten ins Kreuzfeuer gefahren, da die ganzen Viecher, Alter, dieser BZ, whatever, da waren ja wieder 5, 6 Panzer tot innerhalb von 60 Sekunden, ne? Maximal 120 Sekunden, 2 Minuten, Alter. Könnt ihr mal zurückspulen, guckt euch das mal an, Alter. Die haben sich wieder selber geschrottet, Alter, vom Feinsten. Na, ist doch klar, dass man so eine Runde dann nicht gewinnt. Ja, Objekt 140 gehört auch mal wieder vernünftig ausgefahren. Ja, drei FVs im Gegnerteam, ne? Wer auch immer da jetzt pusht, selber schuld. Oh, drei FVTDs im Gegnerteam plus 260er und so ein Zeugs, ne? Also wer auch immer da jetzt
in die Stadt pusht, schmeißt auch wieder innerhalb von 1 oder 2 Minuten seinen kompletten HP-Pool in die Mülltonne. Magic, einfach Magic, wie die Schüsse teilweise sinnlos daneben fliegen, ne? Pure Magie. Fliegt einfach komplett drüber. Der ging jetzt in den Boden rein, habt ihr das gesehen? Unsere Arti kommt auch nicht auf die Idee, da mal den 260er abzuaimen, ne? Ja, unser TVP hat sich ja schon mal von einem FV wegschießen lassen. Fängt ja schon mal gut an. Ich habe den ja gewarnt, aber zuhören ist halt nicht seine Stärke, wa? Ja, diesen 260er darfst du nicht treffen, ne? Überleg mal, wie viele Schüsse daneben geflogen sind, ne? Oh, 4 Leute haben sich schon weggeschmissen, ne? Der eine FV hat schon 2 Kills und der andere hat schon 1 Kill. Also drei Leute haben sich gegen den FV weggeschmissen, ne? Und der fünfte ist auch weg. Und der sechste ist schon weg. Und der siebte ist auch schon weg. Ja, Wargaming hat mich mal wieder im Verliererteam platziert, ne, wie man sehen kann. Acht Panzer tot in 1,5, 2 Minuten. Ja, und dieser 260er, der wird immer noch von meiner Arti ignoriert. 10 Panzer tot. Legendary, Alter. Das Geile ist, ich habe die alle gewarnt, ne? Ich habe denen gesagt, fahrt nicht. Guck mal, wie viele Kills die FVs haben. 7 Kills gehen schon auf das Konto dieser FVs. Komplett weggeschmissen sich das Team. Ja. 14 zu 1. Das war das absolute Verliererteam, ne? Und dieses Spiel wurde entschieden durch Wargaming. Ja, mein Team bestand wirklich aus, ja, AFKs, Bots und YOLO-Noobs. Guck mal, wie viele Kills die FVs gemacht haben, trotz dass ich mein Team gewarnt habe, ne? Überleg mal, wie bescheuert muss man sein, Alter, dass der Typ, also ich hier,
extra in Caps Lock mit Smileys in den Chat schreibe, bitte nicht pushen, der Gegner hat jede Menge FVs und unser Team entscheidet sich doch natürlich sofort wieder da rein zu pushen. Ne? Guck mal hier, der FV. Der hat einfach komplett abgeräumt. Ne? Und der hier auch. 6 Kills haben allein schon die zwei. Der 260er, der war wieder unpenetrierbar, ne? Weil unsere Arti hat ja auch nicht auf den geschossen. Ne? Was kriege ich in mein Team? Ein 10er Heavy mit 0 Damage. Natürlich. Ja. 10er TD mit 0 Damage. Und noch ein 10er TD mit 0 Damage. Und 10er Autoloader mit 0 Damage. Noch ein 10er Autoloader, der nur einen Schuss penetriert hat und so weiter und so fort. Das ist das absolute Verliererteam, ne? Und dieses Spiel wurde durch Wargaming entschieden, nicht. Ja, ich bin natürlich Top-Damage, wie man sieht, ne? Und das Spiel hat ja im Prinzip nur 2, 3 Minuten gedauert, ne? So schnell haben sich meine Leute weggeschmissen. So viel mal dazu. So, was packen wir denn hier rein? Den Leopard. Ja, Winrate ist komplett hinüber, ne? Also das Matchmaking, was Wargaming veranstaltet, ist immer darauf aufgebaut, das eine Team ist voller, ne, OP-Panzer. Guck mal, wir haben einen 279er. Ich kenne ja mein Glück, ne? Ich weiß ja, dass die Leute sich trotz 279er, dass man das sehr oft verliert. Weil das meistens so ein Alibi 279er ist, also irgendjemand mit 40% Winrate oder so. Passiert sehr oft, also lasst euch da nicht täuschen. Oder ich habe einen einigermaßen guten 279er, aber dafür dann nochmal 12, 13 irgendwelche Hardcore-Noobs, die komplett ihre HP und Panzer innerhalb von wenigen, ja, Minuten zerschrotten. Es gibt 4 schwere TDs. Irgendeiner pusht sich da schon wieder tot. Ja, guck dir das mal an. So ein Leopard 1 gehört halt nicht sofort an die Front. Das bringt halt nichts, ne? Das Ding hat null Panzerung. Wenn du da sofort an die Front fährst. Oh ne, bitte nicht. Oh ne. Ja, hier kannst du auch nirgendwo stehen, ne? Guck mal, hier ist no nur offenes Gelände, ne? Ich hab Glück, dass ich das überlebt hab, Alter, wirklich. Ja, hier sind überall Flugzeuge im Weg. Kannst du auf nichts schießen. Schwierige Map. Massiv Kreuzfeuer am Start hier.
kommst hier auch sofort ins Kreuzfeuer, wenn du hier irgendwo rausfährst, wie man so schön sehen kann. Da waren jetzt zu viele Leute, ich konnte da jetzt nicht pieken oder so. Ja, ist massiv, massiv voll mit Kreuzfeuer, diese Map. Ne? Du hast in der Mitte so ein bisschen schlechte Positionen. Tja, so sieht es aus. Ja, letzte Runde der OP260er im Gegnerteam, diese Runde der 279er in meinem Team. Aber da Drops gelutscht für die Gegner hier. Ne? Das ist unfair halt so. Ja, gut, war jetzt nicht der Beste, ne? Aber hat trotzdem irgendwie seinen Job hingekriegt. Zweifle auch, dass der selber das Ding selber freigespielt hat, ne? Mit 29.000 Gefechten und solchen schlechten Stats. Ich gehe davon aus, dass er sich den Panzer selber irgendwo ersteigert hat bei eBay oder so. Ist jetzt meine Vermutung. Weil bei den schlechten Stats, es kann nicht sein, dass der sich den selber freigespielt hat. Ja, Winrate heute komplett hinüber. 43,6. Ja, also, supportet mal ein bisschen den Kanal. Dann sehen wir uns die Tage wieder. Also morgen. Abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert. Wir sehen uns bis dann. Ciao.